Es kommt nun das Lied A Sternle, die erste Weihnacht ohne die, besonders gewidmet für all jene, die die ersten Weihnachten ohne einen geliebten Menschen verbringen müssen. Das Jahr neigt sich sein Endheil zu. Weihnachten bringt uns den große Ruhe. Das Leben hat mir auf einmal das Wort, das Weihnachten für mich ganz anders macht. Es hat mir genommen wurden Feind, statt dem auf einmal ein Sternle scheint. Ein Sternle, was gleich ist am Himmelszeit, du fährst mir heute so auf Das Sternle schaut ober zu mir auf Herrn. Weihnachten soll es werden. Weihnachten komm, es wird. Der Singkreis Lieding aus Straßburg im Gurktal hat mit seinen 21 Sängerinnen und Sängern eine Weihnachts-CD aufgenommen. Wir haben uns mit dem Obmann des Chores, Georg Tratnik, im Braukeller Hirt zu einem Gespräch getroffen.
Er ist nicht nur ein begeisterter Sänger, nein, er schreibt auch Lieder. Auch, also ich habe eher Gedichtideen und heute Gedankenfest und das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht, wenn mir etwas Besonderes im Leben passiert ist oder widerfahren ist, so habe ich das meist niedergeschrieben. Auch das war ursprünglich ein Gedicht, das nennt sich Als Sterne, die erste Weihnacht ohne die. Den Text habe ich bereits 2013 geschrieben, wie der Titel schon vermuten lässt, habe ich in diesem Jahr leider mehrere Personen, mir nahestehenden Personen verloren. Grundsätzlich hat man eine Melodievorstellung. In diesem Fall hat mein Cousin Alexander Lecris-Lederer die Melodie dazu geschrieben. Und ja, optimal sozusagen. Geprobt wurde schon ab März und über den Sommer. Damit die CD rechtzeitig fertig ist, haben wir mit den Proben im Sommer, in den Sommermonaten begonnen. Das heißt wiederum, dass wir bei gefühlten 30 Grad Außentemperatur im Raum, im Probenraum Weihnachtslieder gesungen haben und da natürlich nicht gern die Fenster öffneten, damit die Passanten, die was am Probenraum vorbeigehen, sozusagen uns oder sich nicht die Frage stellen müssen, was mit dem Singkreis Leading Plus los ist, dass er mitten in der Sommerzeit Weihnachtslieder singt. Ja. Das Ergebnis der harten Proben ist nun auf CD zu hören. Ja, die CD heißt Hör in den Klang der Stille, sollte eben ein musikalischer Wegbegleiter durch die stillste Zeit im Jahr sein. Wir haben insgesamt 22 Lieder auf dieser CD plus einem Video. Unterstützt wurden wir dabei unter anderem von Quartett der Bürgerkorps Musik Straßburg. Diese haben ebenfalls ein paar Stücke mit aufgenommen. Das rundet das Ganze noch mehr musikalisch ab. Und die CD ist erhältlich bei jedem Sänger und bei jeder Sängerin, also auch in der Kärntner Sparkasse in Gurktal sowie Blumenmohne in Straßburg und im Domladen Gurk erhältlich. Hat ein Obmann eines Chores auch Sorgen? Sorgen habe ich Gott sei Dank keine. Wünsche habe ich gegenüber meinen Sängerinnen und Sängern. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für euren Einsatz, besonders unserer Chorleiterin Renate Heu, und wünsche euch und euren Familien alles Gute und auf einen weiteren guten Zusammenhalt innerhalb des Chors. Im Namen des Singkreises Lieding darf ich Ihnen ein besonders schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.